ungefähr noch 2 Stunden höchstens. Wir gehen jetzt an die Kehrung. Rehe sind frei, jeder Couleur. Sauen sind frei, jeder Couleur. Hirsche ohne Krone. Galwild natürlich auch alles frei. Und die Daumen beim Ansehen. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Ansitz. Ich bin mal gespannt. Also, wir sind hier in einem Top-Revier von der Deutschen Jagdzeitung. Was wir haben hier ist, es gibt Muffelwild, es gibt Rotwild, Dammwild als Wechselwild, Schwarzwild. Und wir haben echt eine großzügige Freigabe. Also ich bin gespannt, was hier heute passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Kommt mal mit. Das Beste. Schöner Ansitzsack, auch wenn noch kein Schnee liegt. Schritt 1. Schuhe aus. Schritt 2. In den Ansitzsack rein. Und jetzt das Entscheidendste. Schritt 3. Dackel rein. Ah, da frierst du auch nicht mehr. Also, wir sitzen hier mitten im Einstand. Vor uns ist ein kleiner Wildacker. Mit Salzlecke. Hinter uns sind überall Dickung um uns rum. Wir haben einen schönen Weg hier runter. Wir haben einen schönen Weg zur anderen Seite raus. Also eigentlich perfekt. Wenn hier heute nichts geht, dann weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Überall herrlich. Sieht alles gut aus. Ich freue mich. Ich bin aufgeregt. Selbst wenn es wahrscheinlich zu leicht ist, zu leise, das ist wirklich, es wird anspruchsvoll. Thank you.
geschossen? Zwei Rehe, Mann. Zwei Rehen. Hier Waldmannsheil, geil. Waldmannstank. Geil. Ja, ihr bleibt sitzen, wir bauen jetzt ab. Wir bleiben aber sitzen, auf jeden Fall. Alles klar, Waldmannsheil. Waldmannstank, mein Freund, Waldmannstank. Guck mal, gibt's doch keine Gemüsesuppe. Ne, keine Gemüsesuppe. Es gibt richtig lecker Fleisch, so viel kann ich dir versprechen. Richtig gut, du rettest meinen Tag. Waldmannsheil, bis gleich. Bis gleich. Super, hat schon mal geklappt. Das heißt also, wir müssen keine Gemüsesuppe essen. Was schon mal richtig gut ist. Ich hab echt Hunger. Aber wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim Ansatz. Und sehen wir, was passiert noch. Also vielleicht kommt ja bei uns auch noch was, wäre ja schön. Wenn nicht, ist schon mal ja auch egal, aber Hauptsache, wir hungern schon nicht mehr. Ich freue mich, ganz auf Alter. Super. Reh tot. Das sind wunderbare Momente. Das sind einfach wunderschöne Tiere. Ich finde, die Winterdecke ist auch so. Die sind so gut getarnt, man sieht sie kaum, wenn sie kommen. Und du hörst sie nicht. Und jetzt auch zu zweit. Wenn sie nicht genau vor mir gestanden hätte. Ich glaube, im Dunkeln wären sie wohl von mir vorbeigelaufen. Die sind nicht mitgekriegt. Respekt vor dem Leben und wie es laufen kann, ist genau das, was in den letzten 20 Minuten, halben Stunde hier dann erleben durfte. Und was mir den Jagdstolz bringt, bedeutet für die Tiere natürlich den Tod. Ich finde, das ist immer das Verhältnis, in dem man das Ganze setzen muss.
Hallo Leute, wir sind hier im wunderbaren Testrevier der DJZ. Und Dirk hat gestern schon Ricke Kids geschossen. Das war sehr schön, erfreulich. Das heißt, wir kriegen was zu essen. Der Marc wird uns nämlich heute ein weihnachtliches Menü auf dem Grill machen. Und das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Hi, ich bin Marc-Aurel Wulfhorst, dreimaliger NRW-Grillmeister, deutscher Meister im Freestyle, deutscher Dutch-Ofenmeister. Und diese ganzen Titel sind amtierend, die trage ich mit den Rebels of Barbecue, das ist mein Grillteam. Einige von euch werden mich von D-Max kennen aus der Sendung Die Barbecue Kings. Seit 2016 duelliere ich mich durch ganz Deutschland auf sämtlichen Barbecue-Competitions mit den Rebels of Barbecue. 4 Jahre sind wir am Start und seit 3 Jahren Landesmeister und haben diesen erfolgreich dreimal verteidigt. Ans Grillen bin ich gekommen, weil mein alter Küchenchef gesagt hat, hör mal Junge, du bist seit ein paar Jahren aus der Küche draußen, du hast es nicht mehr drauf und das hat den Ehrgeiz geweckt. Da habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Das Grillen ist mein Metier und seit 4 Jahren sind wir die Platzhirsche in NRW. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Seid mir gegrüßt. Tag, lieber Marc. Herzlichen Dank für eure Einladung zu eurem Weihnachtsgrillen. Hier haben wir ja schon eure Arbeit auf dem Brett liegen, würde ich sagen. Wir zaubern heute 3 Gänge, wenn ihr so wollt. Hier haben wir ein schönes Wildschwein, hier ein schönes French Rack vom Reh oder man könnte auch sagen einfach ein Rehkarré. Aus dem Wildschwein werden wir die Vorspeise zaubern. Da haben wir hier vorne schon eingepackt in Alufolie die rote Beete. Die werden wir nachher schön über den Hobel ziehen. Schönes rote Beete Carpaccio. Ein bisschen Birne, ein bisschen Feldsalat. Den Wildschweinrücken werden wir hier ein bisschen anknuspern und nachher im Smoker, also den letzten Schliff verpassen. Danach gehen wir rüber zur Hauptspeise und wie sich das für ein weihnachtliches Menü gehört, haben wir einen schönen Rotkohl, ein bisschen mit Ingwer, mal ein bisschen raus aus der normalen Zone. Ne? Dazu gibt es ein paar Serviettenknödel, ein bisschen Pastinake, riecht lecker und der Nachtisch wird so ein Schokolavasch mit ein bisschen Lebkuchen, Anstechen, flüssiger Kern, ein bisschen Tonka-Boden-Espuma. Nee, sowas kann ich eigentlich nicht. Ich dachte, du holst mich aus der Scheiße raus. Nein. Das haben wir uns heute auf die Fahne geschrieben und jetzt würde ich sagen, nicht lang schnacken, legen wir los, wa? Als erstes müssen wir vom Wildschwein die Silberhaut runterholen. Ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Wenn du dir die Silberhaut auf die untere Seite legst, dann kommst du ein bisschen besser durch. Machst du dir wie so, als ob du ein Lachs häutest, ne? Zack, schneidest hier an. Nimmst die Kurve. Habt ihr das drauf? Das ist schon wieder was gelernt. Ja. Guck dir Pingel. Nee, komm, das ist schon in Ordnung so. Wenn du so ein schönes Stück Fleisch vor dir liegen hast. Ich bin da auch so pingerlich. Ne? Wir haben das mit Liebe geschossen, wir haben mit Liebe aus dem Wald getragen, wir haben mit Liebe aufgebrochen, also wird jetzt auch mit Liebe zubereitet. Dann hauen wir den ganzen Spaß jetzt mal auf den inneren Kreis. Vorher ein bisschen Öl, sonst könnte die Platte kleben. Einfach drauf, ja? Einfach drauf. Und hier erkennt man ganz gut, du hast sehr solide Gewürze, sagen wir es mal so. Ne? Ist schön Salz drauf. Und hier oben sieht man schon richtig, wo das Salz dem Fleisch Feuchtigkeit entzogen hat. Da haben wir eine richtig schöne Bräunung und hier ist nicht so viel Kontakt passiert und da ist es ein bisschen heller. Ne? Tolle Oberfläche. Jawohl. Ganz mineralisch. Ganz mineralisch. Cheers, Männers. Ja.
Vielen Dank, lieber Marc. Sehr gerne. Es ist mir ein Fest. Ja, das ist ein Fest auf dem Teller hier. Lasst es euch schmecken. Grandios. Das ist einfach mal ein anderes Weihnachtsessen. Ja. Wobei man ja sagen muss, es ist von den Zutaten her ja durchaus sehr klassisch angelegt. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir ein bisschen klar Schiff und dann gehen wir schon zum nächsten Gang. Ne? Jetzt haben wir hier natürlich das schöne Rehlein, was ihr gestern geschossen habt. Schön als French Rack oder Carré ausgelöst. Wieder salzen natürlich, dann darf es wieder auf die Grillplatte drauf. Dann werden wir das Ganze mit einer Senf-Thymian-Kruste versehen. Okay. Dann darf es wieder auf dem Smoker. Danach werden wir uns um alle Beilagen kümmern. Rotkohl, die servierten Knödel, als auch die Pastinake. Ich habe gerade schon mal die Sauteuse aufgestellt, damit die, weil wir haben es ja eisig kalt, damit die schon mal ein bisschen Temperatur tankt. Können wir jetzt gleich die Soße einfüllen. Die habe ich schon vorbereitet, natürlich mitgebracht. Ne? Ja, und dann the same procedure. Also, nachdem du den Salzjob so extrem gut übernommen hast, drücke ich dir das schon. Der Salzer, genau, der Salzer. Genau, der Salzer. Genau. Gib mir noch mal das Fleisch, bitte. Das andere Carré. Danke. So wie gerade. Und dann wieder auf dem engeren Ring, beziehungsweise nah an der Flamme dran. Aufgeben. Ja, genau, das sieht sehr gut aus. So, die Stunde der Wahrheit. Ja, yeah. Stunde der Wahrheit. Lass gucken. Oh, das fühlt sich gut an. Ja, komm, wir müssen es wagen jetzt. Die Teller stehen. Aber Kruste ist auf jeden Fall. Kruste? Ja. Das ist schon mal gut. Davon habe ich gerade gesprochen. Ne? Erster Anschnitt, kein grauer Rand, kein Nix. En pois. Ja. Guck dir das mal an hier. So muss das aussehen. Dann klappt das auch mit der Nachbarin. Dann klappt es mit allen, Junge. Das, wenn du das auf den Tisch, dann sagt keiner nein. Nee, ich schneide da gar nicht erst herum. Ja. Et voilà. Großartig. Vielen Dank, Marc. Ja, dann, ne? Also. Ich muss aber trotzdem als erstes den Knödel mit der Soße probieren. Ja. Oh ja. Ja, ne? Erst in der Kälte stehen, wenn dann was Warmes oben reinkommt. Ist schon nett, ne? Das ist wie Medizin. Also von daher. Marc? Ja? Marc? Ja? Mal, ich habe gehört, wir machen jetzt Kuchen auf dem Smoker oder im Smoker.
Das gibt doch nichts. Ja, ach, warte doch mal ab, hör mal, mal dieses Voreingenommene. Ich werd verrückt. Ja, hier haben wir so ein paar Aluschälchen. Ja. Hier haben wir den Teig für den Lavash. Schlau wie ich bin, habe ich den natürlich mal vorbereitet. Und direkt haben Sie da was vorbereitet? Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Also, in dem Sinne. Sprühen. Du darfst da jetzt gleich drücken. Und rein da. Mit ordentlich Schmackes. Deswegen habe ich es gesagt. Das passiert gar nichts. Das ist nicht wahr. Nicht, dass das an der Temperatur liegt. Nein, das wird daran auf keinen Fall liegen. Ja, dann. Guck, Petan, guck. Komm. Sauber. Guck mal. Und auf einmal kommt eine Schere lang geflogen. Jan. Ja. Et voilà. Na, ich mach wieder gierig. Lecker. Ne, schmeckt nicht? Da können wir so lachen. Yes, guck mal, da weißt du doch, wo der Frosch die Locken hat. Reicht, 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 nee. Reicht. Doch, das reicht. Das geht ja noch auf. Hallo? So. Ach so. Wir lassen das jetzt für 10, 12 Minuten drauf. Und das war's. So erbärmlich kalt. War bis hierhin noch eine runde Sache? Ja, vor allen Dingen eine leckere. Ich bin echt gespannt jetzt auf dieses Törtchen aus dem ich danke. Ja, naja, dann schauen wir mal, was es gibt. Türchen sind heiß, wir schauen uns den Kuchen mal jetzt aus der nächsten Nähe an. Du hast ja da so ein Monsterförmchen gemacht, ne? Damit du weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, das ist zu viel. Ne? Ja, dann hast du es gut gemeint, ne? Was denn? Willst du dich beschweren, wenn es schmeckt? So minimal. Ich probiere erstmal, dann beschwere ich mich. Aber das ist doch ein Träumchen. So muss ein Schokoküchlein aussehen. Das sieht richtig geil aus. Ja, ich fange an. Vielen Dank, Männers. Nee, genau. Molle. Macht mal den ersten Anstich. Schön flüssigen Kern. Ja. Und? Was sagst du, Dirk? Das ist unfassbar geil. Vor allen Dingen ist Puma Tonka. Aber ist noch ein krönender Abschluss für so einen Dreigang. Also ich würde sagen, lass uns doch mal rein. Eine nette Idee. Ja, nachts ist kälter als draußen. Oder? Ja, genau. Und über den Berg ist auch cool. Auf geht's. Vielen, vielen Dank, dass du heute uns Gesellschaft geleistet hast und mit uns so fantastisch gekocht hast. Das war, glaube ich, für uns beide echt ein Erlebnis mal. Ja. Und wiederverwendbaren Grill haben wir alle zu Hause. Smoker vielleicht nicht, aber das kriegen wir schon hin. Naja, hat es dir denn auch gefallen? Zumindest ein bisschen. Es war mir ein Fest. Vielen Dank für eure Einladung. Mir hat es sehr gut gefallen, mit euch zwei hinter dem Grill zu stehen. Ein bisschen zu zaubern. Ja, zaubern war es wirklich. Also Zauberei für den Gaumen und mit allem, was dazugehört. Ich meine, du bist ja immerhin schon die dritte Folge, die wir jetzt drehen in diesem Jahr. Ich habe das mal exemplarisch hier mitgebracht. Wir haben ja die große Ehre, dass wir bei Wild und Hund eine Anzeige geschaltet bekommen haben zu dem ganzen Ding. Und man kann hier eigentlich auch noch wunderbar erkennen, weil es sehr übersichtlich ist, wann die erste Folge tatsächlich gekommen ist. Und wenn du siehst, dass das erst am 19.11. war und jetzt ist schon Weihnachten. Kommt einem vor, als wäre es drei Schritte weiter, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist grandios auch, ne? Ja, und ich denke, wir haben nächstes Jahr noch eine ganze Menge vor uns. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mal eine Sommerfolge bei 35 Grad. Auf jeden Fall. Komme ich auch im Borat-Anzug. Oh nein, lassen wir das. Lass okay. Nein, war Spaß. Wie gesagt, also ich würde mich freuen. Erstens mal Wild ist auch sowas aus Griller-Sicht. Das hast du nicht jeden Tag auf der Speisekarte. Ist das so? Und das auch, obwohl es eigentlich direkt vor der Haustür ist, ne? Und das bei den meisten von uns. Ja. Können wir eigentlich mal so ein Ding machen, direkt jagen gehen und direkt vergrillen? Ich habe eine viel, viel geilere Idee. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Es gibt in Sachsen gibt's die Deutsche Wildgrillmeisterschaft. Ja. Wie wäre, wenn ihr zwei... Sind wir dabei.
Da ist ja gar nichts zu Ende, aber Sachsen hört sich gut an. Genau, die geht, ist Wochenendgeschichte, werden 6 Gänge rausgekloppt. Wie gesagt, deutsche Wildgrillmeisterschaft. Und das wäre doch der Knaller jetzt mal für euch. Ne? Wir sind sehr erfolgsorientiert, wir haben einen guten Run im Moment. Mhm. Wenn ihr als 2 Jäger darunter gehen könnt und sagen könnt, ey, 2:21 sind wir deutsche Wildgrillmeister. Sind wir die Wildgriller? Ja. Hallo Jan, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht.